Hallo an alle, die hier zuschauen. Ich habe mir überlegt, dass ich in diesem Jahr an meinen Weihnachtsbaum so ganz viele Sterne aus Metall hängen möchte. Die wollte ich eigentlich kaufen. Aber ich hätte gern nicht so platte Sterne, sondern welche, die so dreidimensional sind. Und die sind richtig teuer. Also da kostet so ein Stern um die 6 Euro. Und wenn man bedenkt, dass man für so einen Weihnachtsbaum ja einige Sterne benötigt, ist das einfach viel zu teuer. Das geht selbstgebaut viel günstiger. Und so sollen die Sterne nachher aussehen. Die Sterne bastle ich aus so einem Schmuckdraht. Aber ein so ein dünnes Drähtchen würde nicht stabil genug sein, deshalb nehme ich zwei Drähte und trottel die zusammen. Dafür könnte man eine Zange benutzen, das würde aber ewig dauern. Deshalb verwende ich dafür einen Akkuschrauber, das geht total einfach und richtig schnell. Dazu spanne ich die Enden der beiden Drähte in das Futter, in das normalerweise der Bohrer reinkommt, und stelle den Akkuschrauber auf eine niedrige Stufe ein. Jetzt biege ich noch die beiden Drähte auseinander und dann kann's losgehen. Geht total fix. So sehen jetzt meine fertigen Drähte aus. Die sind jetzt schön stabil, aus denen lassen sich prima Sterne formen. Und den Draht, den wickle ich jetzt um den Kamm. So werden die Zacken nachher schön gleichmäßig lang und ich muss nicht jedes einzelne Drahtstück messen. Der Anfang wird verknotet, das geht am besten mit einer Zange. Und dann wickle ich im Wechsel immer große und kleine Schlingen um die Zinken des Kamms. Ich mache 15 große Schlingen und 10 kleine Schlingen. Dann hat mein Stern später 15 große Zacken und 10 kleine Zacken. Und das Ende verknote ich jetzt einfach wieder mit einer Zange. Und jetzt nehme ich ein weiteres Stückchen Draht, da reicht so ein ganz einfacher, und ziehe den direkt an der ersten Zinke einmal komplett durch alle Schlaufen durch. Den durchgefädelten Draht halte ich jetzt gut fest und dann kann ich die ganzen Schlaufen vom Kamm runterziehen. Und jetzt wird der kleine Draht schön fest verknotet. Und jetzt muss ich diese einzelnen Schlaufen von dem Drahtpaket nur noch ringsrum verteilen, sodass es nachher aussieht wie ein Stern. Und jetzt biege ich 5 von den großen Schlaufen nach unten. Und 5 nach oben. Dann sieht's so aus. Und die einzelnen Enden der Schlaufen werden jetzt mit einer Zange schön fest zusammengekniffen. Die Schlaufen einfach nur noch auseinander und schon hat man die Zacken vom Stern. Fertig. Ich finde, die könnten ein bisschen mehr glitzern.
Und deshalb bekommen die Enden von den großen Zacken jetzt noch ein bisschen Glitzerpulver. Und damit der Glitzer gut hält, tauche ich die Spitzen der Zacken erst in Bastelleim und dann in Glitzerpulver ein. Und schon glitzern alle Zacken. Alles andere übrigens auch. Der Tisch, meine Hände. Naja, mache ich nachher sauber. Ich habe gleich noch ein paar andere gemacht, und zwar in Rot und in Gold, und die zeige ich euch jetzt.